Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Es sind tatsächlich nur noch 13 Stunden bis zum Live-Event. Heute um 20 Uhr ist es endlich soweit und wir können endlich das Live-Event bekommen, worauf wir wirklich schon so extrem lange warten. Und ich bin schon wirklich richtig gehypt drauf. Weitere Informationen wird es dazu natürlich noch heute im zweiten Video geben. Und falls ihr euch fragt, warum das Video heute mal wieder so früh kommt, ich muss nach 3 Monaten tatsächlich auch mal wieder zur Schule für eine einzige Woche. Das heißt, die ganze Woche werden jetzt die Shop-Videos immer um 7 Uhr kommen. Wird vielleicht für den einen oder anderen auch ganz nice sein. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir schauen uns direkt den Itemshop an und dort haben wir heute den Cyclo-Skin wieder drin und dann auch den Aurum-Skin noch. Den Cyclo-Skin hatten wir gestern neu drin gehabt, das ist ja im Prinzip so das Doomsday-Gerät in Person. Zumindest vom Sturm hier und den ganzen Blitzen sieht das eben halt einfach genauso aus. Dann haben wir hier als nächstes noch den Moxie-Skin, einmal in der Standard- und in der dunklen Variante. Dann haben wir noch die Schlagfährte-Axt. Und dann noch die Abkühlungmarkierung. Dann haben wir hier als nächstes noch den Aurum-Skin. Der hat mittlerweile auch einen weiteren Stil bekommen. Früher hatte er immer nur den Goldkönig und den Stil ohne Schimmer. Und dann hat er jetzt eben noch den Skelettkönig-Stil dazu bekommen. Ist auf jeden Fall ein ganz nicer Skin und hat eben halt auch, glaube ich, wahrscheinlich irgendetwas mit der Storyline zu tun und wird vielleicht sogar heute auch etwas mit dem Live-Event noch zu tun haben, weil das ja im Prinzip die Skelettform von Midas ist oder so. Dann haben wir als nächstes hier den Skelevium-Gleiter. Hier haben wir natürlich einmal genau die gleichen Ziele: Goldkönig, kein Schimmer und dann den Skelettkönig-Ziel. Als nächstes haben wir dann hier noch den Castor-Skin, da einmal die Standard-Variante, die Feuer-Variante und die Eiswasser-Variante. Dann haben wir als nächstes noch den Sternstab als Spitzhacke, dann den Pop-Sternchen-Emote. Dann haben wir noch die Arktis-Assassinen, den Criss-Cross-Emote. Dann haben wir noch den Zusammenreißer. Und dann natürlich noch die ganzen Deadpool-Skins. Ich hätte gedacht tatsächlich, dass sie heute schon raus wären. Allerdings sind die anscheinend heute immer noch drin. Das heißt, vielleicht werden die sogar noch morgen drin sein. Aber wie gesagt, morgen wird dann sehr, sehr wahrscheinlich der letzte Tag sein. Beziehungsweise ganz eventuell noch vor der neuen Season werden die nochmal im Shop sein, aber ich glaube wirklich nicht mehr lange. Und hier haben wir einmal das Deadpool-Mashup-Paket mit dem Ravenpool und dem Kuschelpool-Skin. Dann noch das Deadpool-Ausrüstungspaket mit dem Drachenhorn-Gleiter, dem Chimichanga-Emote, den Fleischschimmer-Spitzhacken, dem Flott-Unterwegs-Emote. Dann noch dem Psylocke-Skin, dem Domino-Skin und dem Cable-Skin und dann dem X-Force-Ausrüstungspaket mit dem Psy-Dolch, dem Psy-Flügler, den Risikokling und der unaufhaltbaren Kraftspitzhacke. Natürlich können die auch alles einzeln kaufen, bekommt dann eben halt aber keinen Rabatt auf die Pakete. Und das war's dann auch soweit mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.